Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung von cookiekatze.de, einem neuen Server scheinbar. Er ist in der Beta und ist ein Freebuild-Server. So, direkt mal, okay. Wow. Wie süß. Ui, kenne ich von YouTube. Weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ist ja nicht so ein erwachsener Content, was die machen, aber für Kinder ist sicher lustig oder für Jugendliche. Kaffe coole Dinge im Wald, im Dorf. Aber der Wald ist hier. Reward abholen. Tägliche Belohnung. Okay, danke schön. Handy. Und was ist das? Weiß es nicht. Hilfe. Backpacks, Aufzug, oh, Backpack gibt es. Testrunde. Trinken. Test Trade. Erde kaufen. Erde kaufen. Du brauchst einen Dirt. Und wo ist der Dirt? Ah, okay, jetzt habe ich den Dirt. Ja, und jetzt ist er wieder weg. Also, machen wir mal weg. So. Oh, mit Soundeffekt. So. Wir wollen natürlich den Content vom Freebuild und so sehen. Ja, wir kommen. Ich bin einfach hier drüben gespawnt. Das nicht gesehen. Flur beitreten. Ah, okay. Und hier ist. Ja, und wie kommt man jetzt wieder raus? Ja. Okay. Zahlendreher. Ich bin jetzt gefangen, für immer hier. Ja, verlassen, okay. Also. Freebuild. Wir müssen aber irgendwoher zuerst hin. Und zwar Warp-Punkte. Mission. Mission wäre eigentlich nicht schlecht. Mal schauen, was hier gibt. Sehr guter Server bis jetzt. Ah, ich darf nicht laufen. So, Mission. Aha, Speed, Free Cookies. Ein bisschen, ja, das markante zeigen, dass man hier nicht durchlaufen darf. Also mit unsichtbaren Blöcken. Aber sonst. Lotterie. Ticket kaufen. Haben wir zu wenig Tickets. Dann haben wir hier Chase. Das ist ein ziemlicher Rollenspießer, also sehr viel. Wie ein Rollenspiel aufgebaut. Und sehr professionell. Achtung, Jump Pad. Spieler, Team erstellen. Also nichts. Bäcker. Free Cookies. Und hier ist ein Farmer. Weizen. Reis. 5 Kekse. Also gehen wir mal einfach zur Freebuild-Welt und schauen noch Gebäude an. Also mal zur Mine kurz noch. Das ist echt so einfach zur Mine. Eine Mining-Welt. Kein Zutritt, aber wo muss man hin? Einfach hier abbauen. Ah, jetzt geht's, okay. Ja. Einfach so zum Abbauen. Okay. Dann hätten wir das auch schon ein bisschen vorgestellt. Premium-Bereich. Casino. Aber jetzt direkt zu den Gebäuden kann ich nicht, scheinbar. Immer ins Casino.
Ah, okay. Lotterie wieder. Also hier waren wir wahrscheinlich. Bist du YouTuber? Und was ist jetzt? Ah, das zeigt an, was wir machen müssen, damit wir YouTuber werden. Aber das muss ich ja nicht werden. Ich mache eine Vorstellung. Gut. Ja, ich hätte alles eigentlich erfüllt. Ich habe ein Video jetzt auch gemacht, ich sehe es ja. Aber ja, 100 Aktive habe ich auch natürlich. Ich habe über 100 Abonnenten, das stimmt auch. Also eigentlich könnte ich YouTuber werden. Nur eben, es wollen auch viele, dass ich YouTuber-Rang bekomme, aber ich benutze ihn ja nicht. Oder eben erst dann, wenn ich wieder ein neues Video mache. Und deshalb brauche ich das auch nicht. So. Ja, es hat noch niemand gebaut ringsum. Also ich kann jetzt leider keine Gebäude vorstellen, zeigen. Aber das Server habe ich doch jetzt schon relativ gezeigt. Also hier kann man, glaube ich, nicht raus. Doch, man kann raus. Okay. Aber es baut noch niemand hier. Oder nicht in der Nähe. Außer abbauen, okay. Jo, was soll ich noch vorstellen? Ich mache noch ein bisschen länger. Aber was soll ich vorstellen? Neffe noch. Nochmal Premium-Bereich. Und dann nochmal PvP. Ah, das ist das. Okay. Und dann noch PvP. Lasse ich mich mal töten. Es nicht geht irgendwie. Okay, jetzt geht's, oder? Ja. Das ist die PvP-Zone, scheinbar. Oder muss man hier rein? Keine Ahnung. Also, ja. Das ist eigentlich. Ja, gut. Könnte schon die PvP-Zone sein, aber ich denke eher nicht. Das ist der Spawn wieder. Okay, vielleicht gibt es die PvP-Zone noch nicht. Random Teleport. Ja, genau. Ja, danke schön fürs Herzchen abziehen. Das ist die Freebet-Welt. Ja, da klicke ich mal nicht drauf, das könnt ihr selber. Und sonst hätten wir noch das Neffe. Oh, direkt eine nette Festung, aber die wurde abgeholzt. Und hier sind schon die neuen Be Nein, das ist ja die Version 1.12.2, glaube ich. Okay, ja. Mein Feedback ist wie folgt: Es ist wirklich toll gemacht, Spawn, und die verschiedenen Zonen sind wirklich schön gestaltet. Nicht immer ganz klar, was man machen muss. Das ist ja allgemein halt auf Servern so. Es wird halt nicht so richtig auf Tutorials geachtet oder so, aber ja, so ein Leitfaden, wo man jetzt eigentlich zuerst hin muss, zum Beispiel Schilde hinstellen, ja, das als erstes anschauen, das als zweites anschauen, wäre noch nicht schlecht. Oder ja, dass ich einfach direkt auch vorstellen könnte. Oh, so bin ich schnell gesprungen. Ja, ich mache es immer noch mit Doppel-W. Ah, das ist ein Schwersprung. Ich hätte hier mal mit dem Stück. Ja, das ist ein Doppelsprung nötig. Ja, gut. Ich kenne mich mit Jump'n'Runs nicht aus. Mach doch alles auch bitte richtig.
Es wird eben noch nicht gebaut. Das ist wahrscheinlich, weil er komplett neu ist. Aber ja, das wird dann auch kommen. Ich mache sicher dann auch bald wieder ein neues Video vom Server. Und jetzt geht es auch mit dem normalen Sprung. Sehr gut. Ja, bedanke mich fürs Zusehen und Dankeschön für die Einsendung von einem Spieler scheinbar. Einfach. Ich könnte mal kurz schauen, wie er heißt, ob der online ist. Schnell. Wenn YouTube Studio auch würde schneller laden. Ja, geht nicht schnell, weil das Kommentar nicht zu sehen ist. Ja, okay, ich finde es nicht. Aber ja, danke und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Vorstellung. Einfach einposten, welchen Server ich vorstellen soll. Ich mache es eigentlich dann direkt. Und ja, schaut am besten noch das erste Video in der Playlist unten in den Videobeschreibungen an. Und ja, viel Spaß noch mit Serverbesichtigungen oder Serverbeitreten. Also ja, ich hoffe, es wird jemand aufmerksam auf den Server. Gut. Tschüss. Also eben cookiekatze.de ist das, die Server-IP. Und es steht nicht, welche Version, also wahrscheinlich auch mit 1.14.4 oder 1.15. Ich habe 1.12.2 verwendet. So, Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss.